Willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbrecht. Herzlich willkommen zur 13. Etappe. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Nach wahrscheinlich etwa 6-wöchiger Reise ist diese Reisegruppe also am Königshof in Jerusalem angekommen. Dass sie dort mit König Herodes nicht auf einen Unterstützer, sondern auf einen heftigen Gegner des neuen Königs treffen würden, das konnten sie im Vorfeld wohl nicht ahnen. Herodes der Große regierte von 37 vor Christus bis zu seinem Tod um 4 vor Christus. Ja, Sie hören richtig, 4 vor Christus, das ist 7 bis 4 vor Christus ist nach heutigem wissenschaftlichen Stand ungefähr die Zeit, wann Jesus geboren worden ist. Herodes war einer der großartigsten Bauherren der damaligen Zeit. Auf der anderen Seite war er aber in seiner Machtausübung, selbst nach damaligen Maßstäben, extrem brutal. Seine Regierungszeit war geprägt von Intrigen, Meuchelmorden. So ließ er seine Ehefrau und auch seine eigenen Söhne hinrichten. Kaiser Augustus soll einmal gesagt haben, er wäre lieber ein Schwein am Hof des Herodes als dessen Sohn. Zwar gibt es außerhalb der Bibel keine historischen Zeugnisse des Kindermordes von Bethlehem, aber die Geschichte passt voll ins Charakterbild dieses Tyrannen und klingt daher in diesem Licht gar nicht mal so unplausibel. Herodes hatte, und das wissen wir von anderen außerbiblischen Schriftstellern, extreme Angst, dass jemand anderes ihm die Macht wegnehmen könnte. Insofern bekam er bestimmt einen großen Schrecken, als ihm die Weisen von diesem neugeborenen König erzählten. Erzählt von diesem König hat auch schon der Prophet Jesaja, der, so steht es geschrieben im Jesaja Kapitel 9, Vers 5, die Geburt eines Friedefürsten angekündigt hat, dessen Herrschaft groß werden und der das Land mit Recht und Gerechtigkeit regieren würde. Bislang war das für den Machtmenschen Herodes wahrscheinlich nur ein schönes, frommes Märchen gewesen. Aber jetzt auf einmal kam es ihm ganz nah. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass der von Jesaja angekündigte Friedefürst seine Macht völlig anders ausübt, als weltliche Herrscher das tun. Seine Herrschaft und die Herrschaft weltlicher Herrscher schließen sich aber nicht grundsätzlich wechselseitig aus. Nein, allerdings müssen alle Herrscher, so auch Herodes, die also Angst und Schrecken in die Welt tragen, die Kampf und Krieg in diese Welt bringen, wissen, dass sie etwas tun, was nicht Gottes Wille entspricht. Gott richtet sein Reich des Friedens durch Jesus mit friedlichen Mitteln auf. Und eines Tages wird er sich letzten Endes machtvoll durchsetzen. Die Tage der Schreckensherrschaft sind in dieser Perspektive also gezählt. Ihr Uhr läuft ab. Vielleicht spürte das Herodes sogar in seinem Inneren. Doch statt sich vor dem neugeborenen Friedefürsten zu beugen, sich ihm unterzuordnen, greift er zu dem Werkzeug, was er am besten beherrscht, zu Schrecken und Gewalt. Hoffentlich hat keiner von uns Zuhörern hier so einen Charakterzug wie Herodes. Ein Herodes würde wahrscheinlich auch diese Andachten nicht hören. Aber eines haben wir mit ihm sogar gemeinsam, als Christen, in Jesus. Wir sind alle in gewisser Weise Königinnen und Könige. Jeder von uns hat einen mehr oder minder großen Einflussbereich in diesem Leben, in dem wir auf die Strukturen dieser Welt, auf die Beziehungen mit anderen Menschen also einwirken können. Egal, ob in der Familie, im Beruf oder in der Freizeit. Niemand von uns ist ohne Einfluss. Und dass wir Königinnen und Könige sind, das ist tatsächlich von Gott so gewollt. Es gehört zum Adel des Menschseins, zu unserer Gott-Ebenbildlichkeit. Es ist natürlich wichtig, dass wir über uns und damit auch über die Art und Weise, wie wir unseren Einfluss ausüben, von Jesus Christus bestimmen lassen. Von dem, dessen Geburtstag wir in wenigen Tagen feiern. Dass wir gerade, weil wir Einfluss haben und Menschen von unseren Stimmungen, Launen, Worten und Taten abhängiger sind, als wir manchmal ahnen. Gerade weil wir Frieden in die Welt tragen können,
weil wir Liebe in die Welt tragen können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns einordnen in das Liebesgeschehen Gottes, in Christus Jesus. Darum ist es eigentlich sogar ein wirklich schönes Symbol, dass im Laufe der Kirchengeschichte diese drei Weisen aus dem Morgenland im 6. Jahrhundert zu heiligen Königen gemacht worden sind. Heilig sind sie, weil sie sich Jesus als dem höheren König unterstellen, einordnen. Könige bleiben sie trotzdem, denn Jesus will uns Menschen diese Königsherrschaft nicht nehmen. Aber er will, dass wir unsere Macht nutzen für den Frieden in dieser Welt, für Gerechtigkeit. Und so lasst uns dafür beten in dieser Adventszeit, dass durch uns, durch die Fröhlichkeit, mit der wir glauben, dass durch uns dieser Friede hineinkommt. Amen.